Ja, moin, moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ja, ich begrüße euch heute für eine Wildnisfolge. Ja, wir haben drei Fische, wir haben eine Angel, es wird Nacht und wir sind mitten im Dschungel und haben nicht mal irgendein Schwert, damit wir uns mal irgendwie verteidigen können. Deswegen werden wir wohl, oder? Was war das? Okay, das war, glaube ich, mal ein Schwein. Okay, wie ich es mir schon gedacht habe, ein Pick. Nein. Ja, wir waren ja eigentlich auf der Suche nach einer Katze. Übrigens, ich bin jetzt in Lebensgefahr. Ich muss ganz schnell hier raus. Weil sonst werde ich hier vermutlich sterben. Ich weiß gar nicht, ob ich wenigstens eine Rüstung anhabe. Ich kann gerade nicht nach. Okay. Meine Diamantenrüstung habe ich Gott sei Dank dabei. Damit ich auch mal einen Schlag oder so aushalte. Aber ja. Hops, schnell nach Hause. Ich weiß ja nicht, wenn jetzt so ein Creeper hier vorbei pimmelt. Boah, diese Lianen, Alter. Du kommst hier gar nicht vorbei. Richtig hart. Das ist ein Kauderwelsch, Leute. Das ist ein Kauderwelsch. Am besten wäre es ja natürlich, wenn wir jetzt auf unserer Flucht hier mal noch ein paar Katzen finden würden. Ey. Ich komme nicht hoch, Alter. Komm nicht hoch. Okay, da klettern wir hier hoch. So, hops, hops, hops. Oh, ist das eine Geschichte hier? Sagte mal, wann kommt denn hier mal ein Ausgang? Das ist ja mal ein abgefahrener Dschungel hier gerade eben. Oh, hier waren Skelette. Oh, shit. Oh, fuck. Ich werde hart genatzt. Ich muss ja weg. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Oh, du Drecksau da. Lass mich in Ruhe, du Sau. Schnell, 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 schnell. Boah, ja, der nimmt mich hart von hinten, Mann. Da hinten ist Lagunas Haus. Ich hab's gleich geschafft. Was ist denn das hier? Okay. Ich dachte, wäre vielleicht Lehm, aber nein, war es leider nicht. Ich muss mal schnell nach hinten gucken. Okay. Nicht zieh weg. Ich muss auf jeden Fall erstmal zu einem Bett. Damit ich erstmal schlafen kann. Oh, das war jetzt gleich wieder ein Start hier. Oh, jetzt haben wir gleich wieder hier einen Start hingelegt, der mal richtig hart war. So, hier haben wir Enten. Da schwimmt ein Zombie. Was ist denn da? Ein einzelner Block, okay. Ein Ei. Arschluch. Dann ist mal getroffen. Hau ab, du Verkäufer da. Oh shit, Alter, wir brauchen ganz dringend was zu essen. Da ist ein Versicherungsverkäufer. Okay, ich rette mich jetzt erstmal. Ja. Ich gehe erstmal zu Lacuna schnell ins Haus. Da muss ich erstmal irgendwas zum Mümmeln auftreiben. Ich verhungere nämlich schon gleich. Ja, essen, Lacuna, wo essen? Nein. Ja. What the fuck? Okay, da müssen wir erstmal hochgehen. Hier oben wird er schon irgendwo was gebungert haben, seine Fressalien. Da müsste hier irgendwo was zu essen haben, was denn das für Käse? Holz, Holz, Holz. Hut? Hat der hier nichts zu essen drin oder was? Ja, da sieht man es das. Ah, jetzt. Ja. Steak. Und dann auch noch roh, Alter. Das ist ja ein Lappen. Hab ich was. Ja, der hat auf jeden Fall hier jede Menge Öfen. Da hauen wir uns jetzt erstmal ins Rein hier. Puh. Oh mein Gott, was haben wir denn hier in der Endertruhe? Okay. Das ist natürlich hier so ein Käse. Guck mal her. Erstmal eins mümmeln. Nein. So. So, jetzt haben wir erstmal unser Überleben gesichert. Das war natürlich eine Geschichte. Ich sag mal, wir können ja dann eigentlich auf den Gang nach unten gehen. Das nehmen wir uns einfach mal noch mit, wenn es fertig ist. So. Und ja. Ein merkwürdiges Bett, aber naja.
Zauberbücher hat er, okay. Hier auch noch. Glück, Schärfe, Stärke, Haltbarkeit und also in Geschichten. So, wir laufen jetzt erstmal zu unserem Haus. Erstmal hauen wir uns da drüber unter. Unter die Kippe. Da. Hops, hops, hops. Alles so ein bisschen eintönig unten. Hier müssen wir aufpassen. Bei dem letzten Update wurde mir gesagt, dass jetzt auch die Zombie-Mannbärschweine, sag ich da immer als Mannbärschweine, dass die jetzt auch durch die Portale kommen können. Schade, eine Angel kann ich nicht verzaubern. Wäre auch zu schön, um wahr zu gewesen zu sein, aber naja, kann man auch nicht ändern. Dort ist jede Menge Essen. Oh, ey, guckt euch die Creeper an, wie sie gleich wieder hier rummehren. Ich glaub's ja wohl nicht. Dass da einmal wieder. Ich bin ja derzeit wieder im friedlichen Modus. Ich habe ja jetzt keinen Kreativmodus oder sonst mehr an. Weil ich ja gesagt habe, dieses Dekorieren kann mir ja immer am Arsch lecken. Und da bleibe ich auch bei. Ich schlafe erstmal. Wir gehen erstmal schlafen, würde ich so behaupten. Und jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Wo ist denn überhaupt mein Schwert und sowas? Was du sagst, du? Bist du scharf auf mich? Der will wieder seine alten Lumpen und Höschen und sowas verkaufen. Aber ja, wo ist mein Schwert und so? Ich habe... Es kann eigentlich nur drüben irgendwo sein. Wir hauen erstmal ab. Das ist schon wieder einer, das ist ja hart, ey. Ich kann wieder alles voll mit Creeper. Oh, fuck, man. Die campen da. Sie campen in der Küche. Ich gehe einfach mal zum Haus. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Ja, wir müssen einen kleinen Umweg einschlagen. So, ich hoffe natürlich, dass ich... What? Ist hier eine Höhle drunter? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Komm wieder hoch. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nachher mal reingehen. Oder so. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle oder sowas drunter. So, da hinten steht er. Die Drecksau, die. So. Ah, okay. Ja, Fisch habe ich da. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal unsere Items wieder mit. Jede Menge Schmodder hier noch im Inventar, was keiner braucht. Wieso klatscht der den jetzt da hinten rein? Der setzt doch eigentlich immer vorne ran. Hä? Okay, das halt. Übrigens, es ist jetzt ein neuer Patch schon wieder erschienen. Der war dafür da, um die Biose-Bugs zu fixen. Ich habe jetzt gar nichts zu essen, außer dieses eine Steak da und höchstens die Katzen. Die Katzen, Alter. Die Fische. Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. So, ich muss jetzt nochmal schnell hier rein. Weil mir hat das letzte Mal einer geschrieben, ich glaube mal, das war hier, dass ich jetzt hier Schilder dran... What? Ich habe die Dinger doch abgeschlagen, oder? Also soweit wie ich weiß, hätte ich sie abgeschlagen auf jeden Fall. Wie sie sich jetzt vermehrt haben, ich habe keine Ahnung. Nein, ich glaube mal, das war entweder hier... Dass ich hier so ein nicht Schild, so ein Bild dran machen soll, wo ich halt ein Item dran klatschen kann. Und sollte dann eine Schallplatte dran machen. Da gibt es aber ein Problem. Weil ich habe jetzt keins einstecken. Ja, mit diesem Texturpack hier gibt es hier keine Schallplatten. Die sehen nämlich jetzt, wartet, ich muss mal schnell hoch in mein Schlafzimmer. Die sehen nämlich jetzt aus wie so ein Walkman. So sehen die Dinger aus. Das sind bei mir die Schallplatten. Also
Ich kann leider keine Schallplatte, das finde ich spiel Kacke, ganz ehrlich. Was will ich mit so einem plumpen Walkman da? Und ja, dass ich das erstmal geklärt habe, dass ich auch auf eure Kommentare eingehe und nicht nur denke, dann, oh, der schreibt eh nicht zurück, da brauchen wir keine Kommentare schreiben oder so. Ich gehe so oder so immer lieber in den Videos auf die Kommentare ein, statt immer zurückzuschreiben, außer es ist wirklich mal irgendwas Dringendes. Aber naja, so, jetzt haben wir drei Fische. Ich habe keine Karte. Ich könnte. Habe ich hier ein Bett noch bei? Irgendwo vielleicht? Nein. Ich habe leider kein Bett dabei. Ich könnte mir vom lieben Good Nature könnte ich mir das mal snacken. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich hoffe, er sieht es nicht. Aber ich glaube weniger, weil er ist derzeit mit seinem eigenen Zeug beschäftigt. Ich glaube immer, der guckt derzeit weniger YouTube. So, da gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem Dschungel. Da ich natürlich auch noch vorhab, ein Ocelot zu. Also weder war die Kuh jetzt hier unten irgendwo in der Höhle. So, mal reinschnubbeln. Auf jeden Fall ein Schaf ist drin, ne? Ah, da ist er. Kraus, siehst du kaum. Und hier sterben irgendwie die Viecher aus. Mysteriöserweise. Ich weiß nicht, ob Laguna sie alle geknüppelt hat. Ihr wisst schon genau, wie ich meine. War nur Spaß. Ja. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal eine Katze haben. Hab mir jetzt auch eine PS4 bestellt, so mal als kleinen Anmerk. Und ich möchte ja jetzt in die Kategorie Anime gehen bei mir auf dem Kanal. Aber jetzt machen wir erstmal eine geheime Reise. Nein, ja, da mir ja sozusagen viele Anime-Spiele Spaß machen, eigentlich fast alle, würde ich mal behaupten. Ich habe mir das letzte Mal mit einem Japsen-Account richtig viele Demos von solchen Anime-Spielen geladen, die ich noch nicht mal verstehe, da die alle auf Japanisch sind, das ist schon hart. Aber die richtig geile Musik und all so einen harten Shit halt in sich tragen. Und es macht halt auch mal Spaß, die Dinger zu zocken, weil das ist halt mal was Neues. Die gibt es halt hier auf dem deutschen Marktplatz oder so nicht. Und ich sag mal, wir hätten auf jeden Fall die Möglichkeit, die zu bekommen. Ich sag nur Internet, da bekommt man alles. So, ich habe das erstmal ausgemacht, weil es fehlen uns vielleicht noch 2 Minuten oder so. Jetzt gehen wir wieder aus dem Dschungel raus. Ich möchte aber in den Dschungel. Ein Bett haben wir auf jeden Fall auch. So, jetzt müssen wir nur noch erfolgreich sein. Und hier habe ich auf jeden Fall schon mal Mizis gesehen. Das ist eine Höhle. Komm, lass mal reingucken. Okay, ich habe keine. Oh mein Gott! Habt es da! Ne, 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 ne. Da gehe ich nicht rein, weil ich nehme ja gar keine Fackeln dabei habe. Das wäre plumper Selbstmord. Lass dort hinter der Spinne da mal noch einen Creeper lauern. Das haben die so oder so immer üblich, ihn von hinten nehmen zu wollen. Schon, da habe ich mal hier kein Friedlich mehr an. Habe ich nur noch Angst vor Creepern. Das ist auch schon so hart. So. Ich hätte aber, wie gesagt, gerne mal eine Katze. Vielleicht auch zwei. Je nachdem, wie viele wir bekommen mit unseren drei Fischen da. Ja, ein Schaf hätte ich nicht. Will ich nicht. Habe ich schon. So. Ja. Und da werden demnächst auch jetzt noch nicht gleich in Anfangszeit. Ich möchte erst mal schauen. Vielleicht dann das neue One Piece, was jetzt kommt, einen Monat rauskommen soll. Und The Last of Us, das sind auf jeden Fall die Spiele, weshalb ich mir eine PS4 gekauft habe. Weil ich jetzt die One Piece Dinger zocken will und The Last of Us auf jeden Fall auch nochmal. Das hat mir immer gefallen, wenn ich mir ein Video darüber angeschaut habe. Und die Dinger will ich auf jeden Fall mal zocken. Und was dann noch alles so für eine Geschichte kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich glaube mal, wir hatten jetzt das letzte Mal hier einen Cut und dann machen wir heute auch nochmal hier einen Cut. Und ja,
eine Ende. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und die Liebe ist morgen.